Hallo, ihr Quirlinge! Weiter geht's mit Wizard of Wings und dem letzten Rabenphilosophenkäfig. Los geht's! Erstmal irgendwelche Türchen. Da. Ist in den Pfosten was drin? Ja. So. Umgebung. Da ist was. Irgendwelche Temperaturen. Du kannst natürlich alles hier irgendwie in den grünen Bereich bringen. Aber mir fehlen hier zwei Zahnräder. Mhm. Nicht Zahnräder, ihr wisst schon. Diese Ventilräder. Piepmatz. Aha, du kannst hier was tun. Und uns das rausschubsen. Was ist denn das? Eine Antenne. Papier? Nee. Das gehört hier alles rein, aber ich kann hier noch nichts tun. Oder ist das das, wo der Piepmatz was machen muss? Nee, der Piepmatz muss hier was machen. Das ist was anderes. Was ist das da? Okay. Okay. Achso, hier. Also, okay, verstehe. Also, links oben Kreis, rechts oben Stern. Links oben Kreis, rechts oben Stern. Genau. Und links unten Quadrat, rechts unten Dreieck. Links unten Quadrat, rechts unten Dreieck. Aha. Danke, das ist klar, wo das hin muss. Irgendwie richtig schön den grünen Bereich will es gar nicht. Na gut. So. Was ist denn das? Ja. Das war ja sehr simpel. Ja. Offenbar müssen wir hier noch irgendwas machen. Wir müssen hier vielleicht bestimmte Temperaturen einstellen oder Drück oder irgend so etwas. Sieht aus, als wären hier vier verschiedene Papiere hinzutun. Wir haben aber nur drei. Ja, damit käme dieses Antennending wieder ins Spiel. Weil wir eigentlich gar nichts anderes haben. Aber ich kann daran nichts rumspielen. Da fehlt schon wieder irgendwas. Oder muss der Piepmatz was machen? Das ist ja jetzt... Nee, das ist dieses Ding. Hm. Tja, Piepmatz. Wie lösen wir das Problem? Ich glaube, dass ich da noch was brauche. Es liegt nirgendwo mehr was rum. Hier?
kann ich aber tatsächlich nichts tun. Wurde eigentlich nichts fehlt. Das ist vollständig. Aber was soll ich denn hier tun? Das ist doch da irgendwas hier. Ja, ich kann ja nichts anderes einstellen als genau das hier. Das ist ja alles im grünen Bereich. In die Mitte, da kriege ich die Zeiger auch nicht. Das funktioniert nicht. Also muss ich wieder irgendwas übersehen haben. Da unten kommt irgendwas raus. Dem Papier kann ich überhaupt nichts anfangen. Da fehlt mir ein Stück. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das lösen soll. Antennen. Ja, Tipp. Hä? Ach, das habe ich nicht gesehen. Man muss die ausrichten. Man muss die hochklappen. Ei, kann es denn wahr sein? Okay, zweiter Schandpunkt. Was soll ich denn jetzt hier machen? Das ist aber echt friemelig. So ist doch richtig, oder? Ich halte das so für ziemlich richtig. Besser in Deckung kriege ich das nicht. Boah, das ist wirklich... Für die ganz harten hier. Also ich finde, das ist ja so ziemlich richtig. Was ist denn jetzt da noch verkehrt? Das ist irgendwie ein Müh nicht richtig, oder wie? Jetzt müssen wir ein Stück nach rechts irgendwie. Oh. Boah, ey Leute, das ist ja ätzend. Das ist wirklich ätzend hier, mit der Maus an diesen blöden, grob eingestellten Rädern hier zu drehen. Damit das in Deckung kommt, mutmaßlich.
Boah, ganz ruhig. Ich krieg das nicht besser hin. Kann ich das bitte automatisch einstellen lassen? Ich weiß ja, was ich tun soll. Ja, das ist doch schön hier. Okay. Oh, geschafft. Oh, nie wieder, bitte. So, das sind die bunten Papierschnipsel. Das haben wir ja erwartet, dass das so kommt. So. Gelb 25. Grün 50. Blau 75. Rot 100. Ja, das war richtig. So, komm. Vogel. Vogel. Hau ab. Ach, dieser Hutlupfer, der entschädigt für den ganzen Ärger. Es macht schon irgendwie Spaß, auch wenn ich schon zwei Schandpunkte habe. Grrr. Die Erleichterung des Mentors über ihre sichere Rückkehr wurde von seiner großen Sorge um die Zukunft der Akademie überschattet, die durch die böswilligen Absichten eines alten Gegners bedroht war. Und damit kommen wir in den Cyberpunk-Teil. Cyberpunk 3077. Was für ein Insider. 5 Level. Auf geht's. Oh, sieht wieder recht schick aus. Habe ich hier außen irgendwas Offensichtliches mit Türchen und Sachen? Da ist ein Lappen. Darunter eine Zange. Gut. Das geht so ohne weiteres nicht auf. Okay, das sollte wohl so sein. Hm. Da haben wir was. Da kann ich aber nichts einstellen. Vielleicht ist es eine Vorlage. Da fehlt irgendwie was. Hier? Das Ei kann ich auch nicht einstellen. Piepmatz, hilf mir mal. Oh, was ist denn das hier? Halbe Glühbirne, kaputter Kreis. Ach, was, das kann ich mir da alles gar nicht merken. Was soll das denn sein? Die Symbole kennen wir auch gar nicht. Die spielen ja bisher keine Rolle. Also wir haben hier irgendeinen Code, mit dem ich nichts anfangen kann. Hm. Ah. Doch, hier. Was habe ich gesagt? Halbe Glühbirne? Das da? Glaube ich, das da? Ja. Huh. Was haben wir denn hier? Ein Eikristall. Schlüssel und eine Zange. Aha. Zange? Kann man ja das durchkneifen? Ja. Ah, so. Noch mehr. Nee, noch mehr durchgreifen geht nicht. Okay, ich kann das hier verändern. So,
Soll das einfach immer so sein? Ja, das ist einfach. Da fehlt ein Ding. Aber nichts, was wir haben. Hiermit kann ich nichts tun. Kommt hier der Schlüssel rein? Ja. Was war das? Nee. Was hat sich denn jetzt hier aktiviert? Aha. Warum ist es hell? Okay, da ist auch noch so ein Ding. Das ist auch so ein Teil. Ja, was soll ich denn jetzt damit tun? Verstehe ich nicht. Ach, wartet mal, hier. Da ist doch so eine Aussparung. Was ist denn das, ein Kaugummi? UFO-Draht. UFO-Draht. Ah, okay. Das hat da gefehlt. Das muss ich jetzt hier auch irgendwie sinnvoll drehen. Das ist ja nicht schwierig. Und bekomme eine X-Taste, eine Kachel. Ich bekomme eine Kachel. Ist die hierfür? Ja, oder? X. Da. Aber da fehlen ja noch zwei weitere. Muss hier der Draht rein? Nee. Wo muss denn der Draht hin? Hier ist doch irgendwas. Ah, da muss. Ach, da muss der hin. Ah, okay, die nächste Kachel. Aber ich sehe schon, uns fehlt ja dann immer noch eine. Das ist die 4. Die 4? 1, 2, 3. Ah. Okay, also. Ja. Uns fehlt noch so eine Kachel. Und ich habe nichts mehr, was ich benutzen kann. Piepmatz, liegt da drin zufälligerweise eine Kachel rum? Wenn ja, wirf sie aus. Aber da ist irgendwie nichts. Das ist doch noch irgendwas hier, oder? Ah, guck mal, das kann man so machen. Okay. Wie soll das denn gedreht werden? Hä? Also die oberen beiden sind ja irgendwie verbunden durch so eine helle Markierung im Hintergrund. Die unteren überhaupt nicht. Der dreht die beiden. Der dreht nur den. Okay, verstehe. Also alle nach oben bringt gar nichts.
Ja, ich habe keine Idee, wie das hier sein muss. Warum macht das jetzt hier Klack? Da macht's nicht Klack. Da macht's Klack. Warum? Ich höre immer dieses Klacken und kann damit nichts anfangen. Hä? Klackt's nicht mehr. Das klackt irgendwie, wenn das hier oben ist, meiner Meinung nach. Das klackt, wenn es unten ist. Okay, dann müssen die vielleicht jeweils aufeinander zuzeigen. Das ist vielleicht die Idee. Also irgendwie so. So. Ja. Oh. Was ist denn das? Ein Knopf, der sieht aus, als würde er hierhin gehören. Okay, so, was, wie geht das jetzt hier? Zwei. Hä? Okay, ich muss irgendwie das alles okay, also ich habe so eine vage Idee, wie das funktioniert. Irgendwie springt der Lichtstrahl immer genauso viele Felder weiter, wie die Zahl, auf der er irgendwie landet oder so. Also hier macht er da, dann bleibt er aber da. Das heißt, so geht das. Wenn ich jetzt dahin gehe, dann springt er genau da drauf. Und das ist dann falsch. Okay, ja. Das ist gar nicht so einfach. Da springt er dorthin. Dann springt er da oben hin. Dann komme ich aber hier gar nicht wieder. Also da komme ich zwar jetzt rein, aber das nutzt ja nichts. Kann man den. Das ist doof. Ich mag das Rätsel nicht. Irgendwie komme ich mit der Mitte nicht zurecht.
Doch so. Oh, oh. Komm her. Komm her. Da. So, jetzt haben wir doch hier irgend... Also da ist die 2. Hä? Moment. Du kommst hoch. Hm. Warum? Also was macht denn eine? Das ist die 9. Ich kann eine außen liegende Kreistaste nach oben ziehen. Und dann gibt es ein komisches Geräusch. Ich hätte jetzt gedacht, wir tauschen die irgendwie aus. Ist ja die 5, muss ja dann dahin. Aber das geht nicht. Ach so. Ich verstehe. Okay, das ist hier die 5. Irgendwie so auf alle Fälle. Also hier ist die 1, dann ist da die 2, dann ist da die 3, die 4 ist, was sind die 4? Das ist die 4, oder? Dann ist da die 5, dann ist da die 6, 7, 8, 9 und 10. So, Vogel! Echte Vögel sind offenbar im Jahr 3077 ausgestorben. Das war nur Level 1. Der Mentor offenbarte sich als letzter Gründer der Akademie und enthüllte das Geheimnis des letzten Schlüsselfragments, das er seiner Eule anvertraute, einer aus Eisen und Magie geborenen Schöpfung. So, das wird jetzt wieder leicht, ganz klar. Ich finde was. Was ist denn das? Ein... Irgendwas. Ich finde noch mehr. Ich finde nämlich... Ein Startknopf. Warte mal, hier liegt irgendwas drauf, oder? Nee, liegt nichts drauf. Mhm. Oh, ist relativ wenig, was ich hier finde. Außen haben wir hier ein Rad, da fehlt so ein Teil. Da ist noch so ein Ding. Ne, da muss ich das hier hin tun. Genau. Das habe ich gesehen da unten, keine Bange. Und da ist das Letzte. Alles klar. Das ist der Anfang. Wir gehen also dorthin. Dort, wo... dort ist. Ach, da fehlt immer noch eins. Was ist das für ein Ding? Überhaupt ein Buch. Da fehlt eins. Liegt hier noch irgendwo ein Buch herum? Ja, dort. Also. So, ich brauche eine Anordnung. Piepmatz, hast du die parat? Ne, du kannst aber hier den Knopf drücken. Ah, dann geht der Knopf hoch. Dann geht die Käseglocke weg und ich kann hier das Ding finden. Das ist ja dafür. Naja, dafür halt. Ist okay. Haben wir irgendeine Art von Idee, wie die Bücher anzuordnen sind? Warte mal. Leuchten die dann irgendwie? Ja, das da, das vierte ist fix. Das leuchtet jetzt. Das auch. Aha. Was ist das? Eine
Labyrinth-Batterie. Aha. So, das Ding kennen wir ja, wie das jetzt funktioniert. Was ist das für ein Ding? Ein Bein. Das ist so ein Puppenbein. Piep mal, war noch irgendwas bei dir drinnen? Außer dem Schalter? Nee. Okay. Ja. Da fehlen uns Dinger. Ach da, da fehlt uns... Ach nee, das ist das Puppenbein. Aber dann fehlen uns Arme und Kopf. Arme und Kopf fehlen da noch. Wo kriegen wir die her? Tipp. Ah, so muss ich das dann hinstellen. Aber dazu brauche ich alle Teile. Hier muss man irgendwie die Schrauben abdrehen. Labyrinth-Batterie. Das sieht aus wie ein Labyrinth. Aber ist es vielleicht doch nicht. Ist das so einfach, wie es aussieht? Ja. Noch eine Labyrinth-Batterie. Ah. Schraubendreher, den haben wir gesucht. Der kommt hier zum Einsatz. Ja, kommen die anderen vier oder drei. Ach. Wieder so ein Schalter. Da. Also da ist nichts mehr drin. Da ist für den Schlüssel. Ah. Muss irgendwie runter. Oder das muss hoch. So. Faszinierend. Ah ja. Aber das ist noch nicht alles. Wir brauchen noch einen. Und einen Kopf. Und ich habe jetzt nichts mehr. Da haben wir was gemacht. Da haben wir was gemacht. Da haben wir was gemacht. Das ist für den Schlüssel am Ende. Da haben wir was gemacht. Da haben wir was gemacht. Da. Hier fehlt noch was. Irgendwie fehlt mir ja jede Idee, was ich hier machen soll. Dass diese Reihenfolge hier.
Nee. Ich kann ja gar nichts ändern. Ich muss einfach draufklicken. Dann fehlt aber immer noch ein Puppenbein. So allmählich glaube ich ja nicht, dass wir noch an diesem Drehrad... hier noch die nächsten Teile finden. Geht das denn jetzt schon irgendwie? Nee. Puh. Tipp. Die Puppe hat einen Kopf, zwei Arme, zwei Beine und einen Torso. An dem Ding, da müssen wir nie was machen. Hier können wir noch nicht alles machen. Da fehlen noch diese Teile, meiner Ansicht nach. Aber ich habe doch jetzt hier alles abgegrast. Piepmatz, du kannst nichts mehr machen. Es hat sich nichts verändert bei dir da drinnen. Nee. Ja, ich kann mal die Puppe soweit einstellen, aber das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Also der Arm... Ach du meine Güte. Na, das kann man doch schon fast gelten lassen. Leuchtet. Aha. Okay, dann ist das hier falsch. Genau so. Ja, schön. Fehlt aber trotzdem noch ein Teil der Puppe. Und ich weiß nicht, wo ich den hernehmen soll. Kann man das hier aufmachen? Nee. Liegt das hier irgendwo rum auf dem Boden hinten, so wie die Bücher? Wo ist denn hier noch was? Gibt es da irgend so ein Fach, was ich einfach nicht sehe? Das hier war ja so ein Fach. Das ist am Ende für den Schlüssel. Also, wir haben die Stelle mit dem Schlüssel, da können wir noch was machen. Wir haben die Figur, da fehlt aber ein Arm. Und wir haben dieses Ding hier. Aber dem scheint ja auch was zu fehlen. Ich kann hier nicht wirklich was tun. Dann weiß ich nicht, wie es weitergeht, ganz ehrlich. Dann habe ich irgendwas übersehen. Oder an den Stellen, die ich gerade genannt habe, nicht verstanden, dass man da noch was machen kann. Das ist eine Klappe, ich fall tot um. Okay, das habe ich nicht gesehen. Nächster Punkt. Ich dachte, diese Klappen sehen aus hier mit diesem weißen Griff, aber nein. So, reicht das jetzt? Ja, damit kann ich ja immer noch nichts machen. Ach doch, Moment da, jetzt kann ich ja was tun. Was soll ich denn tun? Ah, die müssen alle unter ihrem zugehörigen Symbol stehen.
Der da muss... Wo muss denn der hin? Muss da hin. Kann ich dich nicht dahin? Okay. Hey! Dahin! So. Du möchtest bitte dorthin? Und du, letzter Mohikaner, möchtest bitte dahin. Und der letzte Puppenarm. So, der geht zur Seite. Und Schlüssel. Und ab die Post. Das Vieh ist goldig. Und wuppdiwupp. Doch die böswilligen Kräfte fingen die eiserne Eule ab, fingen sie in einer böswilligen Falle, schwächten die Verteidigung der Akademie und ebneten den Weg für einen bevorstehenden Angriff. Und ich ebne dann mal den Weg fürs nächste Episodenende, denn das ist erreicht und weiter mit der schmucken Eule geht's im nächsten Teil. Bis dahin!